Willkommen zu einem neuen Stadionvlog. SV Elversberg gegen Freiburg 2. Ich habe meinen, Pulli an. Und darüber ziehe ich noch das Trikot an. Hoffentlich bringt er Glück. Und ich werde nächstes Jahr ein paar Mal auswärts fahren. Also, wenn ihr das erleben wollt, abonniert den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Benachrichtigungsglocke. Jetzt mache ich mich erstmal weiter fertig. Die Haare gehen gar nicht. So, Haare sind gemacht und jetzt geht's zur Trikotwahl. Oder das Heimtrikot. Oder das Aufwärmtrikot. Jetzt geht's erstmal zum Frühstücken. Jetzt noch der Hansus gucken. Wir spielen heute gegen den Tabellenzweiten und das wird alles andere als, leicht. Saarbrücken muss gegen Halle ran. Das müsste eigentlich machbar für Saarbrücken sein. Wir sehen uns nächstes Jahr. Ich habe ja angekündigt, nächstes Jahr öfter auswärts zu fahren, nicht nur Saarbrücken. Also seid gespannt und smash den Abo-Button. Also es wird wild. Und ich war diese Woche sehr geflasht, weil Luca Schnellbacher folgt mir auf Insta und hat mir geschrieben. Er guckt auch meine Videos an und er hat mir versprochen, ein Trikot zu geben. Ich hoffe, ich kriege ein Trikot von ihm. Wir werden sehen. So, genug gelabert. Jetzt, wir sehen uns im Stadion. Let's go. Angekommen in Elversberg. Es ist neblig, wie nix, wie beim Bochum-Spiel. Also, wir sehen. Müssen wir abwarten. Jetzt erstmal in den Fanshop. Ach du Scheiße. Ich bin schon eine Stunde früher da und ich habe keine Lust, mich anzustellen. Ab November bin ich da hinten auf der Porsche Lounge. Ich habe auf jeden Fall D2, also ich muss nicht da hinten hinlaufen. Ja, mal gucken. Der Fuß geht raus an Luca Schnellbacher. Hoffentlich wirst du wieder fit. Und ich bekomme hoffentlich dein Trikot. Ich habe Platz 41. Ja, reicht gut, aber leider nur für 32. Das ist das letzte Spiel der Hinrunde für alle Teams und wir sind Wintermeister, also Herbstmeister. Scheiße, ich war komplett falsch. Ich war bei den drei und keine Wunder, warum ich 41 nicht gefunden habe. Okay.
Auf geht's, SV kämpfen und siegen! Gegen Hoffenheim ist draußen. Felix Nepcha spielt gegen, also für seinen Bruder Luca im Sturm. Und Kilian Fischer, der Youngster, rechts hinten. Weiter! 3-0! 74! Ja! Spielminute!
Was war das? Erster Elfmeter versagt und der zweite. Komm, Kofi! Auch eine gute Leistung von Saarbrücken. Von 4 auf 2. Respekt. Und mein Wirt ist sehr zufrieden von 16 auf 8. Das letzte Spiel 2-0 gegen Dortmund gewonnen. Und ich bin zufrieden. Ich hoffe, dass die Rückrunde für meine Wolfsburger nach oben geht, nicht so wie die Rückrunde. Mehr Unentschieden als alles andere. Und in 4 Minuten ist das Spiel aus. Ihr wisst Bescheid, Nummer 1. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wie für euch die Hinrunde war. In der dritten Liga, in der Bundesliga und in der zweiten Liga. Ihr könnt einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! 3-0! Zufrieden! Zufriedene! Kurze Runde! Hey! Runde, sorry! Liga. Nie mehr. Dritte Liga. Ja, opa, Tetre. Wir singen opa. Danke für eure Unterstützung dieses Jahr. Nächstes Jahr wird's krasser. Nächstes Jahr wird's. Ja, unglaublich. Also, smash den Abo-Button, lasst ein Like da für nächstes Jahr, für weitere spannende Jahre, hoffentlich. Und ja. Warte, muss ich gleich zu dir noch umdrehen. Wir begrüßen an Schnelli. Schnelli, ja. Ja, ich weiß. Cool, danke. Das war zu mir dieses Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und auch die nächsten Jahre. Wir sehen uns nächstes Jahr. Wenn es euch gefallen hat, smasht den Abo-Button und lasst ein Like da. Und bis nächstes Jahr.